Herzlich willkommen. Wir haben heute eine Mango Gazpacho Suppe. Das ist eine Ableitung von der spanischen Gazpacho. Aber das ist meine eigene Kreation. Und dieser Mango Gazpacho ist sehr geeignet für das passende Wetter momentan. Und einfach auch zu machen, man braucht dafür eine Mango-Püree oder man kann auch so eine Mango-Saft, Mango selber nehmen und eine Püree machen. Ein bisschen Ginger-Ale und ein bisschen Kokosmilch. Und dazu, wir brauchen ein bisschen eine Gurke-Curry, Knoblauch, Ingwer und dazu leichter Safran und natürlich ein bisschen Crash-Eis. Die Leute haben auch keine Lust auch zu kochen, wenn das so heiß ist, mehr was kleine, ein bisschen Ginger und immer aufpassen, nicht so viel Kokosmilch, weil wir wollen denn die Farbe von dem Mango haben und ein bisschen Safran. Wir haben ein bisschen geschälte oder filetierte Tomaten, ein bisschen Stauchsellerie, ein bisschen die Koriander. Wir tun ein bisschen die Tomaten. Und ein bisschen die Koriander. Man braucht auch nicht die Koriander nie hacken, weil das wird alles so püriert. Und dazu, wir brauchen ein bisschen Ingwer, ein Knoblauch, nicht so viel Knoblauch. Und natürlich den Crash-Eis. Und dazu habe ich für Sie vorbereitet ein bisschen gewürfelte Mango. Es ist erstmal sehr wichtig, dass wir die Suppe alles zusammen. Und dazu werden wir ein bisschen den Chili, den rote Curry machen. Das ist ein bisschen scharf, aber genau. Was ist sehr wichtig an der Küche, wenn man eine herzhafte Suppe macht. Dazu man braucht ein bisschen leichter Pfeffer, natürlich Salz. Nicht wegzudenken bei der Küche. Das sind die wichtigen Zutaten. Wir versuchen jetzt die Spieß machen. Das ist so eine Art wie, tun wir die so eine Art wie nähen. Und dann kann man so leicht braten als. Die Hühnchen wurde mit bisschen mit Öl, Olivenöl ein bisschen mariniert, ein bisschen Soja, bisschen Chili, Pfeffer, aber keine Salz, weil dann werden die dann ein bisschen Wasser abstauben. Oder ich koche noch mit Olivenöl noch. Man achten muss bei der Spieß zu braten, weil man kriegt nie die richtige Temperatur drin. Das heißt, muss man dann ein bisschen leicht in den Ofen reintun in ungefähr 5 Minuten bei 180 Grad. Ne? Das ist die ist noch weiter gar nicht drin. Das heißt, man wir haben jetzt den gebratenen Sojaspieß. Und wenn wir ein bisschen mit Soja geben und dazu ein bisschen in Sesam kurz wälzen oder überstreuen, dass es ein bisschen Sesam ist. Sehr wichtig, dass man ein bisschen mit der Optik arbeiten kann. Das heißt, die Mango erstmal vorweg anrichten und dann dazu die Mango Gazpacho. Machen wir ein bisschen Stauchsellerie für die Deko, wegen der Optik. Bon Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir haben unsere Mango Gazpacho Suppe. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de